Hoffentlich ist er noch da. Ich habe die hier eine Woche hängen lassen, um zu gucken, ob der Akku so lange durchhalten würde. Ich bin gerade auf dem Weg zu meiner Ziomor CY96. Da wollte ich ja jetzt probieren, wie lange würde denn der Akku so auf sich alleine gestellt halten. Mal gucken. Mal gucken, ob einer guckt. Okay, sie geht an. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass der Akku so leer ist, dass sie nicht mehr angeht. Also sie zeigt an 100%. Okay, das ist ja ein Ding. 58 Aufnahmen. Gut, ich will wissen, wie lange der Akku arbeitet. Ich muss die jetzt wieder hinhängen. Wieder eine Woche. Der Akku ist immer noch nicht leer. Hänge ich sie wieder eine Woche hier hin. Also, ich glaube, das ist mittlerweile die zweite Woche. Ich habe jetzt einen neuen Kopierer bei, den von Anker. Der hat nur einen Anschluss USB-C. Reicht ja auch. Ja gut, dann hänge ich die jetzt noch mal eine Woche hier hin. Ist ja ein Ding, dass der Akku so lange hält. Wie sich der Wald verändert. Ich hatte den voll aufgeladen und die Kamera hier hingehangen. Der Akku ist immer noch nicht leer. Die Solarzelle ist weg, das heißt, der Akku wird auch nicht mehr gespeist. Die Kamera wird nur noch mit dem integrierten aufgeladenen Akku. Die Kamera arbeitet nur noch mit dem integrierten voll aufgeladenen Akku. Hänge ich die Kamera jetzt hier wieder auf. Eingeschaltet ist, der Countdown läuft. Ach übrigens, sollte der Gurt mal ein bisschen ausfransen oder nicht mehr so fest sein am Anfang, bisschen Sekundenkleber raufträufeln. Vorsichtig, nicht so viel. Das wird nämlich auch heiß, das ist Kunststoff, das ist ja kein Naturmaterial hier. Das wird dann heiß, qualmt vielleicht auch mal ein kurzes bisschen, aber dann wird es fest, dann wird es hart. Dann kann man die Fusseln abschneiden und kann die auch gut wieder einfädeln. So, kleiner Tipp. Was viele Leute aber nicht wissen, bei Hitze und bei Salze löst er sich wieder auf. Und wenn man sich den Henkel von seiner Lieblingstasse anklebt, dann sollte man sie in den Schrank stellen und keinen heißen Kaffee mehr reinkippen, weil Hitze löst den Kleber und dann geht der Henkel wieder ab. Wieder zurück bei der Ziomor CY96, die ich komplett umgebaut habe. Da nur noch der eingebaute Akku für die Spannungsversorgung der Kamera da ist, wollte ich mal probieren, wie lange der Akku hält. Ich habe sie hier hingehangen gehabt, habe sie irgendwann 2-3 Wochen später eingesammelt, habe festgestellt, der Akku ist immer noch voll, habe sie wieder zurückgebracht, wieder eine Woche hingelassen, gleiches Spiel. Jetzt hängen sie wieder 14 Tage hier. Es sind auch immer wieder Aufnahmen zustande gekommen. Jetzt gucke ich mal rein. Bei der Kälte hat der Akku bestimmt nicht lange gehalten. Dazu muss ich die Kamera leider abbauen. Ich habe die nicht dafür vorgesehen, dass man die aufklappen kann. Okay, die Kamera ist zugefroren. Geht aber noch auf. Geht auch noch an. Okay, laut Anzeige hat der Akku 70%. Ach, dieses blöde WLAN. Ich will jetzt kein WLAN. Geh weg hier. Das gibt's doch gar nicht. Der Akku hat doch 65%. Wie viele Aufnahmen sind drauf? 76 Aufnahmen. Ich glaube, das ist ein Wildschwein.
Gut, dann bleibt die Kamera jetzt nochmal hier hängen, weil der Akku hat 65%. Der ist immer noch nicht leer. Das gibt's doch gar nicht. Und dann folgt noch eine Sequenz. Dann lasse ich sie jetzt nochmal hier. Dann lasse ich sie jetzt einen Monat hier hängen. So, dann hänge ich die CUMO CY96 jetzt hier wieder an. Lass die immer noch hier hängen. Der Akku hat so viel Power, ich kriege den anscheinend nicht so ohne weiteres leer. Also ich denke mal, wenn der vollgeladen ist und man hängt die Kamera im Wald ohne Batterien, dann ist die in der Lage, höchstwahrscheinlich einen ganzen Monat durchweg zu arbeiten. Wenn nicht sogar länger. Ich beobachte das weiterhin, hänge sie jetzt hier hin und jetzt kommen erstmal die Aufnahmen, die sie gemacht hat. Und dann geht es in der nächsten Sequenz weiter. Viel Spaß beim Zuschauen. Ich weiß nicht genau, das wievielte Mal ich jetzt zu der CUMO CY96 gehe, aber ich baue die jetzt hier ab. Egal, ob der Akku jetzt noch 50% hat oder leer ist, ich baue die jetzt ab. Ich will euch endlich das Video zeigen, ich will euch die Aufnahmen zeigen und ich messe die Kapazität des Akkus nochmal durch, wie er sie jetzt hat. Setze zum Vergleich, als er noch voll war, und da ich mir ja aufgeschrieben habe, wie viele Aufnahmen die gemacht hat, kann ich dann auch ausrechnen, wie lange der Akku in der Lage wäre, die Kamera, wie viele Aufnahmen der Akku machen würde, und blende das ein. Ich kann die jetzt nicht noch hier länger hier hängen lassen. So, pass auf, jetzt mache ich sie auf und der Akku hat immer noch 60% wie beim letzten Mal. Kamera geht an. Also der Akku ist Wahnsinn. Passwort okay. Der Akku hat 50%. Ich löse den mal aus. Mal zuhalten und auslösen. Ja, Akku hat noch 50%. Also der Akku ist Wahnsinn. Maus. Hase? Okay. Maus. Also der Akku hat immer noch 50%. Ist kein Wunder, wenn die Leute denken, sie laden die Kamera auf, hängen sie irgendwo draußen hin für ein paar Wochen, dass die Solarzelle den Akku speist. Weil der Akku so fett ist. Der Akku, der hier original verbaut ist, hat eine ziemlich hohe Kapazität. Das war mir eigentlich klar, wo ich die auseinandergenommen habe und Akku und Solarzelle miteinander verglichen habe. Die Solarzelle ist viel zu klein, um den eingebauten Akku zu laden. Die Kamera nehme ich jetzt mit. Jetzt zeige ich euch die Aufnahmen, die sie gemacht hat. Ich wünsche euch viel Spaß bei den Aufnahmen. Ich blende unten noch ein, was ich ausgerechnet habe, wie lange der Akku aufnehmen könnte. Ich habe ja auch
aufgeschrieben, wie viele Tagaufnahmen, wie viele Nachtaufnahmen, kann das miteinander vergleichen. Und weil ich auch die Stromaufnahme in der Kamera kenne, kann ich das alles gegenrechnen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zugucken. Film ab. Hier ist zwar ein, ich weiß nicht, was für ein Eingang das hier ist, das Fuchs. Ich dachte früher eigentlich Fuchsbau. So, da waren ja ein paar schöne Aufnahmen dabei. Die haben, einige Tiere haben hier ganz schön Faxen gemacht. Die Wildschweine, der Fuchs zum Beispiel. Der Fuchs wird hier wahrscheinlich die Maus immer kontrollieren, ob er mal ran kann. Meine Videos kommen immer freitags um 12, wenn es keine technischen Probleme gibt. Wenn ihr abonnieren drückt und die Glocke, dann verpasst ihr die neuesten auch nicht. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, weiterhin viel Erfolg im neuen Jahr und viel Spaß. Bis dann, ciao. Euer Vari. Ich habe noch ein paar Outtakes dabei. Ein paar Versprecher. Falsch abgebogen. Wie lange die hier hing. Kack. Beschlägtes linke Auge, das rechte. Es sind auch immer wieder Aufnahmezustände. Oh, erstmal Dreibein hier drauf. Das, Hochkapazitär. Nee, falsch.